Es hat sich angefühlt wie ein Albtraum. Nicht wie ein Traum, sondern wie ein Albtraum. Ich hatte Spätdienst in der Notaufnahme, in meiner Ausbildung noch. Und es war ein sehr, sehr schlimmer Spätdienst. Es war viel los. Dann hat mein Papa mich von der Arbeit abgeholt. Dann sind wir über die Tankstelle hier hinter mir, wo dann eine Dame auf unser Auto zugelaufen kam. Hilfe, Hilfe, bitte helfen Sie mir. Mein Mann atmet nicht mehr. Für mich war das ein normaler Arbeitstag. Ich hatte Feierabend gehabt, so gegen 21.15 Uhr. Und dann wurde mir irgendwie wechselheiß und kalt. Ich wollte eigentlich nur mal kurz meinen Mann von der Arbeit abholen. Wir sind ein paar Meter gefahren und dann blieb ihm die Luft weg. Es war einfach alles nur dunkel und ruhig und mehr habe ich nicht empfunden. Bin dann zum Auto hingerannt. Ich habe die Tür aufgerissen, habe einen Schmerzreiz gesetzt und ja, es war klar, okay, der atmet nicht mehr. Sie hatte recht. Und dann haben wir den Notruf informiert, ihn auf den Boden gelegt und dann habe ich angefangen zu reanimieren. Ich habe den Schock meines Lebens gehabt. Ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Sie hat für mich die Mund-zu-Mund-Beatmung übernommen. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach das gemacht, wie wir es gelernt haben und habe darauf vertraut. Die Ursache war ein Herzstillstand, verursacht durch eine verstopfte Ader im Herzen. Ich weiß noch, wie ich ins Zimmer reinkam auf Station und ich sofort angefangen habe zu weinen. Und es war, also alle wiederzusehen, auch die Tochter war da und nochmal über alles zu reden. Und da war das auch, glaube ich, so der erste Moment, wo man realisiert hat, was eigentlich alles passiert ist. Es ist eine große Dankbarkeit. Ich wäre heute Witwe gewesen, wenn sie uns da gewesen wäre. Es kommt innerliche Freude auf, dass es so einen Menschen gibt und dass man so einen Menschen kennenlernen durfte, auch wenn die Umstände dafür nicht gerade optimal waren.